Ach, die sprengen mein Meckes! Oh, die haben Jeffrey! Was für eine Geißel! Ey, wow, wow, wow. Ah, oh mein Gott, Hanse, wir müssen uns drüber fahren! Hey, yo, Leute, Crymax hier, was geht ab, mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft RP, Leute, was geht ab? Wir sind heute hier mal wieder bei unserem wunderschönen Paul Berger Limo Shop, Freunde. Und ihr seht, die Geschäfte laufen bestens. Hier sind immer noch richtig viele Leute, die hier Schlange stehen. Oh mein Gott, läuft das heftig! Schaut euch mal an, wie viele unsere Automaten abwerfen, wie viel Geld wir damit verdienen. Oh mein Gott, bei uns läuft wirklich zu krass. Vielleicht können wir uns ja heute mal wieder ein neues Auto bei Study Performance kaufen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier mal in die Stadt und gucken mal, was heute so abgeht, Freunde. Lass mich bitte nur, ich habe wirklich nichts mehr. Was ist das, Leute? Ich habe mir doch schon alles gegeben. Ich kann was ist denn los? Das ist doch russig, Leute. Nimm doch die Karotten, Mann. Ich habe doch niemand darf viel Geld haben, nur wir. Nimm doch einen Stein. Bitte geht doch jetzt hier. Alter, Leute, was machen die da? Ente und Alpha-Stein rauben russig aus. Ey, du hast meine Kasse geklaut. Was ist denn deine Kasse? Gib mir die Kasse zurück. Oh mein Gott, und warum ist Alpha-Stein so... Ich hab einfach eine Kasse. Russig, ist das dein Fahrzeug, russig? Nein, nicht doch der, nein, ich mach mein Fahrzeug. Der Arme, die haben den ja richtig fertig gemacht, Leute. Ich habe leider nur eine Pistole dabei. Und ich habe gar kein Ersatzmagazin, Leute. Ich kann Russik nicht wirklich helfen gerade. Oh mein Gott, der Arme, wir gehen mal zu ihm. Oh mein Gott, der weint. Ey, Russik, was los? Alles ist vorbei. Oh, Max, was machst du denn hier? Ey, Bro, ich habe gerade gesehen, wie Alphastein und Ente dich ausgeraubt haben. Ich konnte dir leider nicht helfen. Ich habe nur eine Pistole, kein Magazin. Ich habe keine Kasse mehr. Die haben alles hier dicht gemacht. Oh, der Laden läuft nicht gut. Ich habe kein Geld und die haben mir alles genommen. Alter, von dir ist also der Wasserkrieger-Fanshop. Ich dachte immer, der wäre von der Wife. Aber hier gibt's... Alter, was ist denn mit Alphastein passiert? Guck mal, wie... Der ist ja richtig... Der ist den ganzen Tag nur und zuckt Geld ab. Ja, ja, so sieht der auch aus. Ja, sein ganzes Geld verfrisst er direkt wieder im Burger King. Leute, das ist nicht gut, so viel davon zu essen. Dann sieht man so aus wie Alphastein hier. Ich wünschte, die Polizei wird was machen, aber die sind so blöd. Wie, die Polizei hilft dir nicht mal, oder was? Keine Ahnung, die haben gesagt, das sind zu viele Läden, die überfallen werden. Und ich bin erst später dran. Die haben heute keine Zeit, glaube ich. Alter, ey, Russik, das tut mir richtig leid. Ey, weißt du was, hier, ich gebe dir mal ein bisschen Geld, wenn es bei dir nicht so gut läuft. Mein Paul Berger Limoladen läuft zum Glück hier sehr gut. Ey, danke, Mann. Ich weiß nicht, ob ich den Laden noch weiterlassen kann, aber... Oh mein Gott, ey, Russik, tut mir leid. Ja. Weißt du was, ich werde wir jetzt nochmal versuchen, mit der Polizei zu sprechen. Vielleicht helfen die dir ja, ja? Okay, ja, cool, halte durch, Russik. Danke, Bro, danke. Oh mein Gott, Leute. Ey, was geht hier in der Stadt ab? Wir hatten ja auch schon manchmal Probleme mit Alphastein und Ente gehabt. Die machen ja irgendwie hier ihre Mafia-Zeug, ne? Aber warte, Polizei ist jetzt da hinten. Die machen ja ihr Mafia-Zeug hier immer in der Stadt, Leute. Aber das ist wirklich... Oh mein Gott, da ist er, Leute, da ist er. Dass es so schlimm hier ist. Ey, Alphastein, was denn mit dir passiert? Hast ein paar viele Burger gegessen, hä? Ich hab mein ganzes Geld ausgegeben, du Mix. Mein Burger ist ein besserer Quermix. Ich hab meinen ganzen Kühlschrank gegessen. Ja, so siehst du auch aus. Alphastein, ich weiß, was du Russik angetan hast. Ich wollte ganz solche Burger ausgeben. Ja. Ich werde jetzt zur Polizei gehen und werde denen das erzählen. Ich hab das gesehen, dass du ein Ente Russik abgezockt hast. Quermix, was willst du? Die Polizei gehört uns. Also, was soll ich die Kasse legen? Die Polizei gehört uns, sagen die? Also, versteck die Kasse. Ja, bevor ich lauf schon. Hä? Naja, wir werden schon sehen, Ente. Iss mal weniger Burger, Junge. So. Polizeistation wird vom Alpha-Clan regiert. Das musst du wissen, der Kleine. Der Alpha-Clan regiert die Polizeistation? Ey, Leute, ist es hier in der Stadt mittlerweile so schlimm, oder was? So, die Polizeistation ist ja auch umgezogen. So, die ist nämlich hier hinten. Wir gehen da jetzt mal direkt hin hier. Ey, Mann. Ey, wir müssen irgendwas dagegen tun. Ich meine, mich haben die ja schon ein paar Mal ausgeraubt, weil... Leute, guck mir, hier stehen ja wirklich Schläger vom Alpha-Clan. Ey, bedroht dem seine Mafia hier wirklich gerade die Polizei oder was? Ey, das gibt's ja nicht. Ich glaube, der Alpha-Clan hat die Polizei wirklich fest in seiner Hand, Freunde. Ey, ich werde da trotzdem mal reingehen und irgendwie mal fragen, ob... Guck mal, da ist der Officer, da ist der Polizei. Ey, hallo Officer, hallo Polizei. Moin, Junge, was denn los? Ja, ich würde gern Raubüberfall melden. Ja, kommen Sie rein, wir machen das hier. So, Und zwar, mein Kumpel Russik wurde überfallen, der Wasserkrieger-Fanshop. Ja. Ja, genau. Und von wem? Von Alphastein und Ente. Oh, Alphastein. Genau. Alphastein und Ente haben den voll ausgeraubt. Genau, ja, ich kümmere mich auf jeden Fall drum. Das hört sich irgendwie so an, als würde er sich nicht drum kümmern. Ja, ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, ich weiß nämlich... Oh, Ente... Wenn ich Sie so
Polizei. Oh, danke schön. Danke schön. Ey, seht ihr das, Leute? Die bezahlen die Polizei. Oh, Leute, warte mal, hier ist gerade einer. Psst. Ach, der? Ja, der genau, Polizei, danke, dass du deine Polizei, Schulden zurückgezahlt hast. Der Typ, der war dabei, als Russik überfallen wurde. Der da. Na, das kann nicht sein. Das ist einer, der ich hab's gesehen mit meinen eigenen Augen. Ja, das ist 2-1, ne? Nicht gültig. Herr Polizeichef, schaut mal, der ist auf dem Plakat drauf. Guck oh mal. Ja, ich sehe ihn. Leute, die Polizei sucht mich ja auch noch. Ich muss los, ich muss los. Oh Gott, Leute. Hey, Freunde. Freunde, was passiert hier in der Stadt? Jetzt werde ich hier gejagt, Freunde. Statt dass die mal hier was gegen den Alpha-Clan tun und irgendwie uns mal helfen, da weil hier jeder immer nur ausgeraubt wird. Ey, ich glaube, ich muss das selbst in die Hand nehmen. Freunde. Ich meine, ich habe sehr viel Geld, meine Läden laufen extrem gut, aber es gibt ein großes Problem hier in der Stadt. Und zwar, man kann sich nur normale Pistolen kaufen im Waffenshop, ja? In Estius Waffenshop kriegt nämlich niemand was Größeres, was Krasseres als normale Pistolen. Und mit einer normalen Pistole können wir uns auf jeden Fall nicht mit dem ganzen Alpha-Clan anlegen. Weil ihr habt ja gesehen, wie viel Mitarbeiter und Schläger und so der hat, Freunde. Da brauchen wir irgendwie was Krasseres. Vielleicht können wir unser Geld damit nutzen, um irgendwie uns stärker oder so. Ich meine, wer könnte denn helfen, wenn selbst die Polizei uns nicht mal hilft. Aber warte mal, Freunde. Mir kommt da gerade eine Idee. Was ist denn stärker als die Polizei? Und zwar das Militär. Denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Wir werden einfach unser eigenes Militär eröffnen. Wir gehen mal in den Baushop rein und gucken mal, ob man hier so eine Militärbasis kaufen kann. So, wir gucken mal, was gibt's hier? Militärbasis bauen lassen für 100 Netherite. Oh mein Gott, Leute. Schau mal, da kriegt man sogar Panzer, eigene Soldaten. Da ist sogar ein Helikopter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde, das brauchen wir. Wir brauchen die Militärbasis. Aber 100 Netherite. Ey, wisst ihr, wie krass das ist, Freunde? Was kostet denn ein Netherite-Bachen? Oh mein Gott, also 2 Netherite kriegt man für 128. Also das sind quasi pro Stack 1 Netherite. Ey, Freunde, das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Aber ihr wisst ja, Leute, wir haben ziemlich viel Geld gemacht mit unserem Paulberger Limoladen. Und das werden wir jetzt für die Gerechtigkeit einsetzen. So, wir gehen hier nochmal ein bisschen Geld aus unseren Automaten holen. Ich werde jetzt mein ganzes Geld zusammenkratzen. Ihr wisst ja, wir haben ja auch noch in unserer Luxusvilla in unserem geheimen Tresorraum haben wir ja auch noch ziemlich viel Geld gebunkert. Ich werde jetzt mal alles an Geld holen gehen, was wir haben. Und dann werden wir uns jetzt die Militärbasis kaufen gehen. Und dann werden wir den Alpha-Clan ein für alle Mal hops nehmen, Leute. Wir lassen uns doch hier nicht fertig machen. Let's go. Oh, Leute, ich hoffe, wir haben genug Geld. Ich glaube, das wird jetzt hier unsere ganzen Ersparnisse kosten. Aber wir machen das natürlich für die Gerechtigkeit, für die ganzen anderen YouTuber hier. Wir werden natürlich allen helfen. Okay, oh mein Gott. Das sind doch mal hier ein paar Ersparnisse, die wir von unserem McDonalds und Paulberger Limo Shop haben. So, zack. Ich würde jetzt mal sagen, wir werden jetzt so lange Geld verkaufen, bis wir die 100 Netherite Bachen haben. Oh mein Gott, Leute. Ich habe jetzt hier meine ganzen Ersparnisse da reingesteckt, aber wir haben jetzt hier 100 Netherite Bachen. Let's go. Wir werden uns jetzt die Militärbasis... Hä? Was denn da von meinem Laden, Leute? Los, wir nehmen das letzte Geld weg. Hey! Hey, das ist ein Molotow-Cocktail. Hey! Mein Paulberger Limo Laden. Hey, was soll das? Lass meinen Laden in Ruhe. Niemand darf viel Geld verdienen als wir. Alter, was soll das? Ey, Alphastein, jetzt hast du es wirklich übertrieben. Mein ganzer Laden brennt. Bin ich Alphastein? Ich weiß, dass du es bist, Junge. Ich sehe doch eure Name-Tags. Ihr habt vergessen, eure Namen zu ändern, ihr Bummis, ey. Ja, ihr könnt froh sein, dass ich gerade nur ein Magazin dabei habe. Ey, nein. Automaten mit. Ey, Leute, die rauben mich hier komplett aus. Ich kann nichts machen. Ich habe nur einen. Leute, das bringt gar nichts auf, die zu schießen hier. Mit einem Magazin. Automaten, let's go. Guck mal, ich kann hier. Alles mit. Ich knall hier eure Leute ab. So, wir haben alle jetzt mein Magazin. Ziehen schon wieder. Oh, ich habe noch ein Ersatzmagazin. Das ist eine Lippo Geld. Hey, ciao. Hey, ich hole dir. Dimitri, nein. Dimitri ist weg. Oh mein Gott, Leute. Nein. Nein. Ey, Freunde, dieses Mal haben die wirklich übertrieben. Dieses Mal haben sie es wirklich übertrieben. Mein ganzer Laden brennt und ausgeraubt haben die mich. Und die Polizei wird wieder nicht helfen. Aber, Freunde, jetzt reicht's mir. Wir werden uns nicht mehr fertig machen lassen von dem Alpha-Clan. Wir werden uns jetzt unsere eigene Militärbasis kaufen. Okay, Leute, wir kaufen das jetzt für 100 Netherite Militärbasis-Bauplan. Und bam, Leute. Oh mein Gott. Das war das Teuerste, was man jemals kaufen konnte. Okay, wir haben das jetzt gekauft. Jetzt müsste der uns zeigen, wo er das hier bauen will, Leute. Oh, okay, okay, Leute, der bewegt sich. So, dann zeig mal, wo die Militärbasis ist oder gebaut wird, Freunde. Oh, guck mal. Da kommt die Feuerwehr, mein Laden brennt. Ja, leuchtet mal bitte.
Oh. Ja, wie cool. Jetzt rum, wir löschen das Feuer. Ja, danke. Lösch das mal, ja. Oh mein Gott. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wenigstens wird mein Laden gelöscht. Ey, die armen Villager, die einfach nur Paulberger Limo kaufen wollen. Aber oh, warte. Ich hab den, darf den Bauarbeiter nicht vergessen hier. Um unseren Laden, Leute, kümmern wir uns später. Den müssen wir wieder aufbauen. Aber erstmal wollen wir uns natürlich rächen beim Alpha-Clan. Wo läuft der hin hier? Bauarbeiter? Hier bei Stani Performance vorbei? Okay, okay. Hier ist ja eine Riesenbrücke. Was ist das denn? Okay, okay. Wir laufen immer noch weiter. Ist hier die Militärbasis? Habt ihr die hier schon gebaut oder? Oh mein Gott, ich sehe da vorne schon einen Panzer. Ey Leute, das wird zu krass. Wir sind einfach offiziell der mächtigste Spieler hier auf dem Server, Freunde. Oh mein Gott, Helikopter, Panzer, Soldaten, alles. Okay, danke Baumeister hier. Bob, der Baumeister. Hier einmal der Bauplan zurück. Vielen Dank. Hat sich gelohnt. Tschüss. Okay, der zieht wieder ab. Wir haben hier sogar eine Schranke. Finde ich auch schon mal sehr cool. Wir können hier Schrank kaufen zu machen. Ey, was haben wir hier für krasse Fahrzeuge und die Soldaten hier? Oh mein Gott, stillgestanden. Ey, Freunde, das gefällt mir hier. Guck mal, hier ist, glaube ich, unsere Waffenkammer. Hier können wir uns auch noch unsere Ausrüstung und Waffen anziehen. Ey, Leute, wir sind super stark. Checkt ihr das, wie stark wir sind? Damit werde ich gleich erstmal den kompletten Alpha-Clan überrennen hier mit unseren Soldaten. So ein Ding ist das. Guck mal, ich glaube, das hier so der Chef, Freunde. Aber Panzer können wir hier fahren. Hier Raketen, Abwehrsysteme. Ui, Alter, das, ey, Leute, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt hier kurz erstmal unsere Rüstung an. So unser Militär-Outfit anziehen. Zack, 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 Freunde. Ba, 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 ba. Boah, Junge, Junge, hier sehen wir heftig aus. So, das sieht schon mal sehr gut aus. Was haben wir hier für Waffen zu... Oh mein Gott, Leute, wir sind das ja nur gewohnt, so eine kleine Bummipistole hier zu... Was ist das denn? Oh, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wie können wir das denn hier rausnehmen? Ein leichtes Maschinengewehr. Schau mal, hier eine SCAR sogar mit Scope. Oh, holy moly, Macaroni, ein Raketenwerfer. Wir können hier sogar einen Raketenwerfer nehmen. Oh mein Gott, okay, ciao. Tschüss, Alphastein. Hier ist noch Munition drin. Okay, Feierabend. Feierabend für Alphastein ist offiziell Feierabend, Freunde. So, zack. Ey, also wirklich. Jetzt, wir werden gleich den Alphastein so fertig machen, das kann ich euch sagen. So, was haben wir hier? Militär, wie können wir denen jetzt hier Befehle geben? Hallo, iCramix. Boah, die kosten aber pro Tag, kosten die ein Stack Geld. Die Soldaten sind auf jeden Fall teuer. Also Freunde, hier eine Militärbasis, da war es nicht getan hier mit einmal 100 Netherite. Die müssen wir auch jeden Tag bezahlen. Aber zum Glück laufen unsere Geschäfte, wobei der Paulberger Limonladen läuft gerade nicht mehr so gut. Der wurde ja fertig gemacht, Leute. Aber wir haben trotzdem noch ein bisschen was auf Lager. Naja, halb so wild. Ich würde sagen, ich besorge mir mal schnell noch unser Geld und dann können wir denen nämlich hier schon mal die ersten Befehle geben. Aber drei Stacks Geld haben wir sogar noch dabei. So, wir gehen den jetzt mal hin hier, zack. Anheuern. So, den werden wir... Dann haben wir schon mal direkt hier drei Soldaten, mit denen wir so Übungen machen können. Und anheuern. Zack. So. Oh mein Gott, die hören einfach auf mich. Oh mein Gott, ist das krass, Freunde. Ist das krass. Okay, die laufen jetzt hier einfach mit mir rum. Das sind jetzt hier meine Soldaten. Dann, wie sieht das hier mit Panzer aus? Können wir den Panzer auch vor... Oha. Oha, Leute. Wie könnt ihr den Panzer fahren? Wie funktioniert das hier? Und nach vorne fahren? Okay, irgendwie so ganz verstehe ich das hier noch nicht mit der Steuerung, Freunde. So, was haben wir hier noch einmal? Dann haben wir hier noch ein Auto. Oder muss ich auch ein Steuer? Oh mein Gott, Leute. Wie könnt ihr das Militärfahrzeug fahren? Guck mal, Leute, da hinten ist ja Russik. Hä? Was macht der denn hier, Freunde? Auf jeden Fall hier den Militärtruck können wir fahren. So, den Panzer müssen wir auch nochmal testen, wie wir den fahren können. Ey, Russik, was geht? Yo, Bro, ich habe gehört, du hast das Militär gekauft. Das krasseste Bauanwesen, was es überhaupt gibt. Ja, das habe ich gekauft. Ich bin jetzt hier der Chef vom Militär. Ja, Dings, bei mir läuft doch nicht so gut. Hast du vielleicht einen Job, Mann? Ja. Boah, ja, Leute. Ich kann alles, guck mal. Ich kann salutieren, stillgestanden. Oha, er kann salutieren. Ja, das ist eigentlich schon mal so alles, was du... Ich bin bereit zu Dienst. Okay, weißt du was, Russik? Ich werde dich einstellen, aber boah, da ist irgendwie, stinkst du ein bisschen. Du musst dich mal wieder waschen erstmal. Ich habe extra etwas gegessen, was mir mehr Power gibt. Ah, ach so, dann ist es das. Aber irgendwie riecht ein bisschen nach Zwiebel. Ja, ich habe Sushi. Tut mir leid, Mann. Okay, alles gut. Dann salutier nochmal. Ja, salutier. Okay, weißt du was, Russik? Du bist genau richtig hier. Komm zum Militär. Okay. Denn, weißt du, warum ich das Militär gegründet habe? Weil ich Alphastein und seinen Clan Hops nehmen will. Und ja, ich weiß, dass du... Kaputt. Genau, ich weiß, dass du die nämlich auch nicht magst und deswegen bist du hier nämlich genau richtig. Aber ich muss natürlich erstmal wissen, ob du auch was drauf hast als Soldat. Deswegen zieh jetzt erstmal deine Soldatenuniform an und dann sehen wir uns auf dem Schießübungsplatz. Okay, ich zieh mich um hier. Los, 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 los. Okay, Freunde, ja, wir gucken mal, was Russik so drauf hat. Und wenn der gut ist, dann kann er nämlich auch direkt bei uns mitmachen, weil dann sind wir noch stärker. Dann kann einmal einer den Panzer hier fahren und jemand anderes kann dann noch den Heli da fliegen. Also die werden echt gleich so fertig gemacht. Oh, oh. Oh, Leute, guck mal, wir können den Panzer fahren. Wow! Oh mein Gott, ist das krass.
Ey, das ist wirklich zu heftig. So, ey, Rustig, du bist ja schon fertig. Officer Max, ich bin fertig. So, ich bin nicht Officer, ich bin Sergeant Max. Sergeant Max, meine ich doch, Sir. Okay, dann komm mit. Ja, wir machen erstmal eine Übung. Schießübung. Okay, so. Mitkommen. So, und zwar, ich möchte, dass du jetzt hier erstmal... So, ich muss ja wissen, was du drauf hast. Ich will, dass du jetzt erstmal hier auf die gelbe Box von dem Kran da, von dem Ding hier schießt. Kein Problem, Sir. Aha, okay, aber Schrotwind ist nicht so gut. Warte mal, ich gebe dir mal die Waffe hier. Hast eine Ska-H. Danke, Sir. Und Feuer. Okay. Feuer. Ja, er trifft schon mal, Leute. Er macht das eigentlich schon mal ganz gut. Weißt du was, Russik? Du kannst gerade ausschießen, kannst salutieren. Ich mach dich hier direkt mal zum Anführer von deiner eigenen Einheit. Oh, was? Du bekommst deine eigene Einheit. Mitkommen. Guck, ich habe auch eine eigene Einheit, die folgt mir. Krass. So, und dann werden wir uns nämlich jetzt gleich mal hier bei Alphastein rächen. So, dann komm mal mit. Zack. Wir stürmen Alphastein? Wir stürmen Alphastein. So, okay. Und zwar, ich würde sagen, such dir drei Männer aus und die werden jetzt auf dich hören. Ja, okay. Dann du und du. Sehr gut. Hast du die angeheuert? Okay, ja. Perfekt. Oh mein Gott. Wir sind eine dicke Einheit. Brauchst du die Sniper zurück? Ich habe auch eine Shotgun im Notfall. Alles gut. Kannst du behalten, die Sniper. Passt. Okay, Sir. So, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir uns überlegen, wie sollen wir Alphastein angreifen? Ich denke mal, der wird auf jeden Fall ziemlich viele Soldaten oder beziehungsweise so Schlägertrupps haben. Der ist ja immer bei seinem Lidl. Wir müssen uns genau überlegen, wie wir den überfallen wollen, ja? Weil nicht, dass wir unsere Soldaten verlieren, weil wir wollen natürlich keinen von unseren Männern verlieren. Ich würde sagen, wir werden hier für einen richtig großen Auftritt. Du steigst einmal in das Auto ein und ich werde mit dem Panzer angerollt kommen. Ja, Sir. Okay, super, sehr gut. Russik, dann würde ich sagen, Abfahrt, wir greifen voraus, den Alpha-Klan an. Okay, und unsere Soldaten, die laufen hier einfach mit. Alter, Leute, wir marschieren hier los. Jetzt wird Alpha-Klan fertig gemacht. Der hat's mit dem Falschen angelegt. Okay, aber ey, Russik, du bist ein bisschen schneller als ich. Wir müssen in Kolonne fahren. Ich bremse ab, Auto, bremst. Treffpunkt bei Stani Performance. Okay, Leute, wir fahren da jetzt mal hin. Und dann schauen wir mal, ob wir die fertig machen können. Russik. Ja. Oh mein Gott. Schau dir das an. Guck mal, was hier ist, Mann. Es ist schlimmer, als ich dachte. Warte mal. Die sprengen mein Meckes. Die sprengen alles. Nein, wir müssen Zugriff. Warte, Russik. Wir müssen das taktisch machen. Guck dir das mal an. Die haben hier sogar Minen in der Stadt platziert. Also die ganze Stadt ist hier wirklich komplett im Chaos. Die zünden alle Läden an, sprengen alle Läden. Mein McDonald's ist zerstört. Mein Paulberger Limoladen ist zerstört. Die haben hier Straßenbarrikaden gemacht. Jetzt reicht's, Russik. Wir müssen die Stadt retten. Wir müssen die Stadt zurück erobern. Okay, wir müssen erstmal gucken, wie wir diese Minen auslösen. Was passiert, wenn man die anschießt? Gar nicht. Okay, das ist ein Problem. Mal gucken, ob der Panzer das aushält. Ich versuche da mal drüber zu fahren. Oh, Max, pass auf, Mann. Ja, bleibt hinter meinem Panzer. Bleibt hinter meinem Panzer, ja. Nicht, dass lieber löst der Panzer aus als ihr. So, Soldaten hinten bleiben. Und... Okay, alles gut. Oh nein! Bam! Nein! Unsere Soldaten! Nein, unsere Soldaten! Nein, Freunde. Wir haben sehr viele von unseren Soldaten verloren. Achtung, die haben uns entdeckt, Geh hinter den Panzer, Feuer frei. Oh, was, ey? Die Soldaten greifen mich an. Das sind 31er Soldaten. Oh mein Gott, die wurden vom Alpha-Klan geschmiert. Oh mein Gott. Russik, es hängt an uns, Verdammt, Mann. Da sind noch mehr. Oh mein Gott. Nein, die haben den Panzer, geklaut. Ich schieße ab. Oh mein Gott. Achtung. Max. Aua. Max, du musst es schmacken. Oh mein Gott. Panzer, wir müssen uns drüber fahren. Wir müssen hier raus. Oh mein Gott, Ente, das... Die Blatt, Ente. Oh mein Gott, die haben uns zurückgedrängt, Nachladen, ich muss nachladen, Leute. Schieß alle weg, Ente hat unseren Panzer, wir müssen den Panzer zerstören. Bam, Panzerfaust. Ich hab deren Auto, Oh mein Gott, wir müssen die zerstören, Okay, da ist Ente, Ente ist alleine. Was ist das geblieben, Läufer? Oh, schieß auf Ente, Oh mein Gott, Ente fast down, Ich schieße. So. Komm, Max, lass nach vorne pushen. Ich hab was. Wir müssen die Geisel zeigen, wir haben. Hey, stehen bleiben! Oh, die haben Jeffrey! Wir haben Geisel! Ey, Wir haben uns jetzt anzugreifen, das war's mit euch! Ey, Jeffrey, unser McDonalds-Mitarbeiter seit Tag 1. Jeffrey, halte durch. Ey, okay, stopp. Lass Jeffrey am Leben. Gehört, die Stadt gibt erstmal auch alle eure Waffen her oder wir besiegen Jeffrey. Mach eure Ausrüstung. Nein. Na gut, okay. Warte, nein. Russik, machen wir jetzt alles. Was soll ich denn machen, Mann? Ey, Leute, was soll ich machen, wenn ich jetzt die Waffen hergebe? Hier. Dann haben wir alles verloren. Meine Läden sind doch auch schon weg, Leute. Dann ist die Stadt verloren.
Max, wir müssen einen Hinterhalt planen. Wir müssen einen Hinterhalt planen. Ich gebe alles jetzt ab. Und Donne! Ja. Oh, okay. Ich lock sie her und drop Stop alles it. Von den Ich glaube, es geht nicht anders. Wir werden niemals aufgeben! Ey, ey, Max, pass auf! Russik, der wird uns wegsprengen! Ey, Russik! Ey, das sind komplett Verrückte. Russik, wir müssen irgendwie... Pass auf, wir müssen irgendwie Jeffrey retten. Das geht nicht anders. Russik, du hast eine Rüstung an. Du hast eine schusssichere Weste. Achtung! Renn rein! Achtung, der stürmt wieder TNT! Jetzt reicht's, Leute. Russik, wir stürmen! Für Jeffrey! Ente down! Schnell hinterher, ich hol ihn mir! Okay, sehr gut. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen ihn kriegen! Ich hab ihn gleich! Oh mein Gott! Ey, Russik, ist egal! Komm her, ist egal! Komm zurück! Wir müssen die Mission beenden, Leute, denn das Wichtigste ist, wenn wir Alphastein und seinem Clan, seiner Mafia, den Geldhahn zudrehen, Leute, so können wir das Ganze beenden. Und zwar, oh mein Gott, guck dich mal an, was die hier für eine Festung haben. Wir müssen die illegale Gelddruckfabrik von ihm zerstören. Und ich weiß, wo die ist. Russik, komm mit, du musst mir Rückendeckung geben, falls er wieder zurückkommt. So, schnell hier runter. Die haben hier nämlich ihre illegale Gelddruckmaschine hier unter dem Lidl. Wir müssen die zerstören, ein für alle Mal. Irgendwo geht's hier runter. Irgendwo war doch hier der... So, hier. Oh mein Gott, hier ist die illegale Gelddruckmaschine von denen. Was? Oh mein Gott. So, deswegen hat er so viel Geld. Versuch's abzufackeln. Das bringt nichts, Russik. Pass auf, ich werde mit Raketenwerfer draufschießen. Das ist Feuerfest, Bro. Ja, das ist Feuerfest. Ich werde mit Raketenwerfer draufschießen. 3, 2, 1 und... Boom! Oh mein Gott, sie muss zerstört werden! Oh, komm. Alles draufschießen, was geht. Oh mein Gott, sie ist zerstört! Das hat funktioniert. Ja, wir haben die Gelddruckmaschine zerstört. Oh mein Gott, guck mal, hier kommen noch die letzten Scheine raus. Jeffrey, geht's dir gut? Oh mein Gott, wir haben ihn gerettet. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ey, er liebt uns, weil wir ihn gerettet haben. Jeffrey, keine Sorgen, du kriegst auf jeden Fall auch eine Gehaltserhöhung für das, was du hier durchgemacht hast. Okay. Es hat aufgehört, Geld zu drucken. Okay, sehr gut. Aber warte mal. Russik, schau mal, die ganzen Kisten sind hier, glaube ich, auch noch voll. Hast du ein bisschen TNT dabei, damit wir das noch wegsprengen können? Der Alphastein darf nie wieder zu so viel Geld kommen. Du hast gesehen, was passiert. Ja, du hast recht, Bro. Und zum Glück habe ich ein bisschen TNT dabei. Okay, komm, spreng hier mal. Wir machen mal eine taktische Sprengung. Ich positioniere das Sergeant alles hier. Sergeant Russik, machen Sie eine taktische Sprengung hier. Taktische Sprengung wird vorbereitet, Sir. Sehr gut. Machen Sie sich bereit. Und let's go. So. Wir sollten den Keller hier verlassen am besten. Zündung, dann komm schnell raus. Zündung! Okay, raus hier, raus. Russik, geh raus, nicht, dass du nicht überlebst. Raus. Wow! Wow, Max, es eskaliert. Oh. Wir haben alles verloren. Oh mein Gott, sehr gut, Leute. Alles zerstört. Ist alles kaputt? Die Gelddruckmaschine, die Geldvorräte, alles ist zerstört. Sergeant Russik, die Mission war ein Erfolg. Okay, ach, guck mal, da ist er ja. Alphastein und Ente. Ich hab nicht verloren. So. Ich hab alles gesehen, was sie gemacht haben. Die hat alles zerstört. Wir haben alles zerstört. Schaut euch mal an, wie die Stadt hier aussieht. Wir haben doch gar nichts gemacht. Ihr habt meinen Laden auseinandergenommen. Ihr habt meinen Paulberger Limo-Laden zerstört. Ihr habt meinen McDonald's zerstört. Ja. Warte mal. Meine ganzen Wolltet ihr meine Limo-Vorräte klauen? Warum steht denn das hier so auf der Straße? So, im Namen des Militärs. Von der Minecraft-RP-Stadt seid ihr zur Zwangsreparatur vollstreckt. Nein! So, ihr müsst die Stadt zwangsreparieren oder ihr kommt in den Knast, ihr zwei. Es gibt hier einen Knast. Also ich muss aufräumen, wir haben keine Wahl, die sind zerstört worden. Schön alles aufräumen, die kaputten Gebäude. Hier, alles muss aufgeräumt werden. Die Barrikaden in der Stadt weg. Kann schließen, kein Problem. Der Burger King läuft doch. Der McDonald's wird auch repariert. Ich mache schon mal die Arbeit. So, genau, sehr gut. Fang mal besser an zu arbeiten, denn ab sofort gibt es nämlich hier ein Militär in der Stadt. Und das Militär wird von Russik und iCrimex geleitet. Und die passen auf, Leute. So ein Ding ist das hier, ja? Kann ich sein. So, und jetzt fang mal an. Besser ist es. Was mit dem Wasserkrieger, Mensch? Ich bin jetzt Soldat, Mann. Soldat Russik, jetzt aufräumen hier. Ich hab's dann einfach sagen. Ich schaffte niemals. So, Leute. Ich glaube, unser Job für heute ist... Oh Gott, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ich glaube, unser Job für heute ist erledigt. Wir haben jetzt hier das Militär in der Stadt. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.